Mutter Giselle sagte, der Erbauer handelt durch uns, aber er greift niemals direkt in Ein Hauptmann hat uns diese Skizzen der Mauern geschickt. Unsere Experten sagen, sie sehen elfisch aus. Interessant. Heißt das, Korypheus schickt Scholaren aus, um etwas zu finden, das die Elfen begraben haben? Oder etwas, das mit ihnen begraben wurde? Wir müssen die Kaiserin vor Korypheus erreichen. Die Frage ist nur, wie? Das wissen wir schon. Durch mich. Die eigentliche Frage ist, wo versteckt sich unser Feind? Auf Drängen von Großherzogin Florian gibt die Kaiserin einen Ball. Alles, was Rang und Namen hat, wird da sein. Während der Festivitäten wird Selene mit dem Thronräuber Großherzog Gespard und Botschafterin Briella Friedensgespräche führen. Der Mörder muss sich in einem dieser drei Lager verstecken. Wer ist diese Botschafterin Briella? Botschafterin ist sie nur dem Namen nach. Sie hat die Elfen Halam Shirals zu einer Untergrundarmee organisiert. Die Kaiserin hat sie zu den Friedensgesprächen eingeladen, um sich für den Krieg die Unterstützung der Elfen zu sichern. Das allein wäre schon ein Skandal, selbst ohne das Gerücht, dass Selene und Briella einmal ein Paar waren. Persönlicher Groll und ein Netzwerk von Saboteuren? Eine vielversprechende Spur. Wartet. Die Anführerin der Elfen ist eine ehemalige Geliebte der Kaiserin? Das wissen nicht viele. Es ist nur ein Gerücht, das vor einigen Jahren unter dem Palastpersonal kursierte. Falls das stimmt und an die Öffentlichkeit kommt, die Kaiserin und eine Elfin, der Skandal könnte Selenes politisches Ende sein. Selbst wenn es nicht stimmt, könnte Briella die Kaiserin damit erpressen. Sie hat einige Verbindungen zum Thron. Was wissen wir über Großherzog Gespard? Dass der Bursche gerne Kaiser geworden wäre. Er ist Selenes Vetter und stand nach dem Tod Kaiser Florians in der Thronfolge an erster Stelle. Aber Selene hat ihn ausgebotet, indem sie den Rat der Herolde für sich gewann, der im Falle von Titelstreitigkeiten die Entscheidungshoheit hat. Also wurde sie Kaiserin und er General der kaiserlichen Armee. Er ist bei den Truppen ausgesprochen beliebt. Und er ist ein Chevalier. Die meisten seiner Kameraden schlugen sich auf seine Seite, als er sich gegen die Kaiserin wandte. Sind die Chevaliers nicht Teil der Armee? Warum sollten sie dem Herzog folgen? Jeder Chevalier hat geschworen, der Krone zu dienen, aber das heißt nicht, dass sie an deren Träger glauben. Die Kaiserin hat versucht, die Beziehungen mit Ferelden und Nevara zu verbessern. Seitdem betrachten sie die Chevaliers als Antimilitaristin. Sie denken, Gespard könnte dem Reich wieder den Glanz von Drakons Expansionsjahren geben. Erzählt mir alles, was ihr über die Kaiserin wisst. Kaiserin Selene ist eine angesehene Diplomatin und Reformerin. Sie arbeitet unermüdlich an der Sicherung des Friedens. Leider halten viele Orlesianer ihr Bemühen für Selbstgefälligkeit. Da sie noch keinen Erben benannt hat, ist die Zukunft des Reiches völlig offen, falls ihr etwas zustoßen sollte. Immerhin wäre der rechtmäßige Thronfolger im Moment ihr Vetter Gespard, der im Rat der Herolde nicht viele Freunde hat. Selene ist ständig von unzähligen Wachen, Höflingen, Dienern und Vasallen umgeben. Wo könnte sich ein Mörder also besser verstecken als im Hofstaat der Kaiserin? Wie kann Gespard immer noch Thronfolger sein, wenn er der Kaiserin den Krieg erklärt hat? Der Titel Großherzog signalisiert, dass er ein Prinz war, bevor die Kaiserin den Thron bestieg.
Müssen wir wirklich zu den Friedensgesprächen? Die Kaiserin hat doch sicher Leibwächter. Wir könnten sie einfach warnen, dass sie in Gefahr ist. Das haben wir versucht, aber... Offenbar haben sie unsere Nachrichten nie erreicht. Jemand scheint sie abzufangen. Wir sollten lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Orlé Korypheus in die Hände fällt, ist kein Land mehr sicher. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Auf zum Winterpalast. Die Lage in Halam-Shiral ist zum Zerreißen gespannt. Die Kaiserin fürchtet, wir könnten sie verschärfen. Der Großherzog ist froh, uns als seine Gäste begrüßen zu können. Also kommt die Einladung von ihm. Ob wir ihm nun helfen oder das Machtgleichgewicht stören, es verschafft ihm eine Möglichkeit, wenn nicht einen klaren Vorteil. Inquisitor Trevelyan, es ist mir eine Ehre, euch endlich kennenzulernen. Laut der Gerüchte, die uns aus dem Westgraten erreichen, habt ihr gegen eine Armee von Dämonen gekämpft. Stellt euch vor, was die Inquisition mit der vollen Unterstützung des rechtmäßigen Kaisers von Orlé erreichen könnte. Eine derartige Allianz hätte viele Vorteile. Dann behaltet die Möglichkeit im Kopf. Es wäre gut möglich, dass sie am Ende des Abends eintritt. Ich bin kein Mann, der seine Freunde vergisst, Inquisitor. Eine Hand wäscht die andere. Seid ihr bereit, die Versammlung zu brüskieren, indem ihr als Gast eines verhassten Usurpators auftretet, my Lord? Darüber werden sie in 100 Jahren noch reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute in ihrem Leben schon etwas Besseres als uns gesehen haben. Ich wusste, wir kommen glänzend miteinander aus, Inquisitor. Das wäre vielleicht eine Angelegenheit, der ihr als Freund heute Abend nachgehen könntet. Diese Elfenfrau, Briella, ich glaube, sie hat vor, die Verhandlungen zu stören. Meine Leute haben überall auf den Befestigungen diese Botschafter entdeckt. Sabotage scheint noch das geringste ihrer Verbrechen zu sein. Wenn sie mit dem Feind gemeinsame Sache machen, lege ich ihnen das Handwerk. Seid so diskret wie möglich. Ich hasse das Spiel. Aber wenn wir es nicht gut spielen, lassen uns unsere Feinde wie Schurken aussehen. Aber wir lassen die Leute warten, Inquisitor. Sollen wir? Ist das der Inquisitor? Ein Magier? Nein, da muss ein Fehler vorliegen. Vom Zirkel von Ostwick heißt es. Hier muss irgendetwas sein. Erbauer, was soll ich tun, wenn ich meinen Ring nicht finde? Ist das der Ring, den ihr sucht?
Ihr seid ein Schatz. Ich kann kaum glauben, dass ihr ihn gefunden habt. Ohne euch hätte ich mich bis ans Ende meiner Tage gegrämt. Tausend Dank. Was trägt Lady Pentagast denn? Es ist ziemlich lange her, seit ich zuletzt etwas aus war. Würdet ihr bitte? Wir wollen nicht gestört werden. Gibt es Neuigkeiten von der Front? Meine Spione sagen, es gibt mehr Tote, als man zählen kann. Die Kaiserin wird dem Krieg heute Abend sicher ein Ende machen. Beten wir dafür, mein Lieber. Und falls uns der Erbauer nicht erhört, einfach weiterbeten. Inquisitor, einen Moment bitte. Bevor ihr hineingeht, muss ich euch warnen. Wie ihr mit dem Hof sprecht, ist eine Frage von Leben und Tod. Es geht nicht einfach nur um Etikette und Protokoll. Jedes Wort, jede Geste wird abgewogen und daraufhin bewertet, ob ihr Schwächen offenbart. Das klingt, als wären sie absolut entzückend. Ich bin schockiert, dass wir den Hof noch nicht in die Himmelsfeste zum Essen eingeladen haben. Das Spiel ist wie eine Partie Sündenfall und der Einsatz der Tod. Deckt eure Karten niemals auf. Wenn ihr die Kaiserin trefft, ruhen die Augen des gesamten Hofes auf euch. Im Nichts mit dem Dämon der Angst werdet ihr sicherer. Es wäre vielleicht ratsam, auch die anderen zu warnen. Cassandra ist normalerweise nicht sonderlich feinsinnig oder bedacht. Ich werde versuchen, es taktvoll zu vermitteln. Es wird schon alles gut gehen. Möge Andraste über uns wachen.
Ist das der Inquisitor? Ein Marschenbewohner? Der Erbauer hat einen seltsamen Sinn für uns. Und nun begrüßen wir Großherzog Gespard de Chalon und an seiner Seite Lord Inquisitor Trevelyan vom Zirkel der Magi in Ostwick. Bezwinger der aufständischen Magier Fereldens, Sieger über die Abtrünnigen des magischen Untergrunds. Immer schön lächeln. Das gehört dazu, mein Lieber. Streiter der gesegneten Andraste. Seht ihr diese Gesichter? Köstlich. An der Seite des Inquisitors, Sucherin Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena. Ja, macht weiter. Pentagast, 14. Cousine des Königs von Evara, Heldin von Olay, rechte Hand der... Base. Werte Schwester. Großherzog, es ist uns stets ein Vergnügen, wenn ihr uns beehrt. Spart euch eure Höflichkeiten, Selen. Wir haben viel zu besprechen. Wir werden verhandeln, sobald wir unsere anderen Gäste begrüßt haben. Inquisitor? Lord Inquisitor, herzlich willkommen im Winterpalast. Darf ich vorstellen, unsere Base... Die Großherzogin von Leeds, ohne die dieser Ball nicht möglich gewesen wäre. Was für ein unerwartetes Vergnügen. Ich wusste gar nicht, dass die Inquisition uns die Ehre erweist. Wir unterhalten uns später, Inquisitor. Euer Kommen ist wie ein kühler Wind an einem Sommertag. Ich freue mich, hier zu sein, Eure Majestät. Wir haben schon viel von euch gehört, Inquisitor. Eure Taten sind in aller Munde. Wie gefällt euch Halam Shiral? Ich kenne nichts, was ich mit dem Winterpalast messen kann. Wir hoffen, ihr findet Zeit, seine Schönheit zu genießen. Wir hoffen, ihr werdet euch im Ballsaal amüsieren, Inquisitor. Wir freuen uns schon, euch tanzen zu sehen. Inquisitor, auf ein Wort, wenn ihr kurz Zeit habt. Sag mal, Yvette, wie geht es Mama und Papa? Sind sie gesund? Brauchen sie irgendwas? Papa geht ganz in seinem Atelier auf. Mutter ist so wie immer. Wir brauchen im Ball. Das heißt, sie möchte, dass du mir Aufgaben übernimmst. Immer bist du auf ihrer Seite. Ich bin nicht auf ihrer Seite, aber ich sehe es ähnlich. Du könntest dich auf dem anderen... Unfassbar, dass die Inquisition ihre Reihen mit Abtrünnigen füllt. Das muss ein... Wie konnte sich die Kaiserin die Renovierung des Palastes leisten, während sie... Gut. Ich hatte gehofft, ich würde euch hier finden. Was hat der Herzog gesagt? Er beschuldigt Botschafterin Briella. Die Botschafterin plant etwas, aber wir sollten uns nicht auf sie konzentrieren. Der beste Platz, um Selene etwas anzutun, ist an ihrer Seite. Kaiserin Selene fasziniert jede Art von Mystizismus. Prophezeiungen, Gespräche mit den Toten, derlei Hokuspokus. Sie hat eine okkulte Beraterin. Eine Abtrünnige, die die Kaiserin und wichtige Mitglieder ihres Hofstaats um den Finger gewickelt hat. Ich hatte schon mit ihr zu tun. Sie ist absolut skrupellos und zu allem fähig. Ihr denkt, sie kontrolliert den Verstand der Höflinge? Das klingt nach mächtiger Blutmagie. Wir sollten sie überprüfen. Hier scheint nichts zu sein, wie es scheint. Beide Spuren führen zum Gästeflügel. Ich denke, dort sollten wir anfangen. Ich rede mit unseren Spionen. Vielleicht erfahre ich dadurch etwas mehr. Ich bin im Ballsaal, falls ihr mich braucht.
Wir servieren keine Getränke. Belästigt jemand anderen. Das Paket ist im Gästeflügel. Im oberen Zimmer. Beim Garten? Mit der Statuette? Habt ihr gehört, was Gaspar zu Herzog Germain gesagt hat? Zu seinem eigenen Onkel? Germain hat die Gehässigkeit seines Neffen besser aufgenommen als der Rest der Frage. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Ihr solltet nicht hier sein, Fremder. Er hat es nicht abgeholt. Dabei ist es schon Stunden her. Er ist in den Gesindeflügel gegangen. Da ist heute den ganzen Abend niemand wieder rausgekommen. Ich informiere Briella, dass etwas nicht stimmt. Interessant. Na sowas. Was haben wir denn hier? Nicht. Niemand sollte so viele Jagdhunde besitzen. Beinahe, Bauer. Ständig muss ich ihre Pfützen wegmachen. Bring diese Pasteten raus zu den Diplomaten. Die Herzogin hat zu viele davon bestellt. My Lord! My Lord Inquisitor! Können wir euch kurz sprechen? Es ist sehr wichtig. Die Kaiserin schickt uns mit einer Nachricht zu euch. Es ist mir stets eine Ehre, von Ihrer Majestät zu hören. Oh, die Ehre ist ganz auf Ihrer Seite, Inquisitor. Kaiserin Selene brennt darauf, Andrastus Herold bei seinem heiligen Unterfangen behilflich zu sein. Sie sichert der Inquisition ihre volle Unterstützung zu, sobald der Thronräuber Gaspard besiegt ist. Das ist ein großzügiges Angebot. Die Kaiserin ist fest davon überzeugt, dass die Inquisition in diesen schwierigen Zeiten unsere größte Hoffnung auf Frieden ist. Sie freut sich darauf, eine formelle Allianz mit euch einzugehen. Sobald Gaspard aus dem Weg geräumt ist. Jetzt haben wir euch genug Zeit gestohlen. Bitte. Amüsiert euch auf dem Ball, Inquisitor. Was hat sie in die... Interessant. Ihr müsst euch irren. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Blut auf dem Fliesen war. Falls das jemandem im Rahmen des Spiels passiert ist, beherrscht er es nicht sonderlich gut. Man hinterlässt keine Beweise, wenn man gewinnen will. Mit Gaspard und dieser Elfin im Spiel? Die einzige, die hier gewinnen kann, ist Selene.
Interessant. Das ist die Glocke. Ich sollte wieder in den Ballsaal zurückkehren. Ist er das? Der einzige Überlebende im Tempel der Heiligen. Ja. Gespard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er tut. Rein diese Pasteten raus zu den Diplomaten. Was haben wir denn hier? Der Führer der neuen Inquisition und ruhmreicher Herold des Glaubens. Von der gesegneten Andraste selbst, den Fängen des Nichts, entrissen. Was führt ein so erhabenes Wesen an den Hof, frage ich mich. Wisst ihr das überhaupt selbst? Ich bin in einer wichtigen Angelegenheit hier, die das gesamte Reich betrifft. Genau wie ich, wie es scheint. Ich bin Morrigan. Man könnte sagen, ich bin Kaiserin Selenes Beraterin in arkanen Fragen. Ihr wart heute Abend sehr fleißig.
habt alle dunklen Ecken des Palastes durchsucht. Vielleicht suchen ihr und ich ja dieselbe Beute. Das hoffe ich. Ich könnte noch eine Verbündete gebrauchen. Das sehe ich angesichts der jüngsten Ereignisse ähnlich. Der jüngsten Ereignisse? Ich habe in diesen Hallen kürzlich einen ungebetenen Gast entdeckt und getötet. Einen Spion aus Tevinter. Deshalb gebe ich euch das, Inquisitor. Einen Schlüssel, den er bei sich hatte. Wozu er dient, weiß ich nicht. Aber falls Selene in Gefahr ist, kann ich sie nicht allein lassen, um es herauszufinden. Im Gegensatz zu euch. Rielas Leute tuscheln über verschwundene Personen in den Gesindequartieren. Dort könnte der Schlüssel passen. Die Botschafterin hat überall Augen und Ohren, was? Seid vorsichtig, Inquisitor. Hier wimmelt es von Feinden. Und nicht alle arbeiten für Tevinter. Was als nächstes kommt, wird sicher aufregend. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Dafür muss... Man verantworten. Das müssen die Elfen sein, die Briellas Leute suchen. Das war kein Bediensteter. Was wollte er hier? Dieser Mann war ein Gesandter des Rats der Herolde. Es ist merkwürdig, ihn hier vorzufinden. Das Wappen der Familie Chalon. Großherzog Gaspard wird sich für das hier verantworten müssen. Zeit, mit dem Großherzog zu reden. Ah!
Venatori-Spione! Das muss der Anführer der Venatori sein. Die Venatori haben uns beobachtet. Sie sind organisiert. Wer hätte das gedacht? Inquisitor Trevelyan. Welche Überraschung. Meine Berichte besagten, ihr wärt schrecklich langweilig. Wir wurden uns noch nicht angemessen vorgestellt, nicht wahr? Ich bin Botschafterin Briella. Ein beeindruckender Auftritt, Botschafterin. Willkommen am kaiserlichen Hof, mein Freund. Jetzt wisst ihr, wie unsere Diplomatie funktioniert. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Es wird Wochen dauern, den Marmor vom Tevinterblut zu säubern. Ich kam her, um meine verschwundenen Leute zu retten oder zu rächen. Aber ihr kamt mir zuvor. Also, der Gesandte des Rats der Herolde im Hof. Das ist nicht euer Werk, oder? Er war schon tot, als ich dort ankam. Das dachte ich mir. Ihr seid vielleicht mit dem Großherzog hier eingetroffen, aber ihr erledigt offenbar nicht seine Drecksarbeit. Ich wusste, er hat die Chevalier hereingeschmuggelt, aber die Ermordung eines Gesandten des Rates? Meuchelmörder aus Tevinter in den Palast zu bringen? Das sind Verzweiflungstaten. Gaspard will offenbar heute Nacht zuschlagen. Seid ihr sicher, dass er dahinter steckt? Er war viel zu unbeschwert für einen Mann, der plant, Hochverrat zu begehen. Lasst euch von seinem Charme nicht blenden. Er ist Orlesianer. Dieses Lächeln ist seine Maske. Ich hatte euch falsch eingeschätzt, Inquisitor. Vielleicht werdet ihr ein wertvoller Verbündeter. Was könntet ihr mit einer Armee von Elfenspionen nicht alles erreichen? Ihr solltet darüber nachdenken. Ich würde ein solches Bündnis durchaus in Erwägung ziehen. Wir können einander helfen, Inquisitor. Immerhin sind wir hier beide Außenseiter.
Ich weiß, woher der Wind weht. Ich wette, ihr seid an den Friedensgesprächen beteiligt, noch bevor die Nacht vorüber ist. Und wenn ihr dabei zufällig ein wenig in unsere Richtung tendiert, könnte sich das für uns beide als vorteilhaft erweisen. Nur so ein Gedanke. Noch mehr Politik und Betrug. Ist dir eigentlich irgendjemand nicht korrupt? Das ist das Spiel, mein Lieber. Und jeder hier spielt es. Interessant. Ist es wahr, was man sich erzählt? Ihr seid doch der Inquisitor, richtig? Wir haben Geschichten über eure Taten gehört. Ich wette, meine Geschichten sind besser als alles, was ihr gehört habt. Ich habe es euch gesagt, Philipp. Nicht jeder kämpft gegen einen Erzdämon und überlebt es. Ihr seid eine Inspiration. Wenn ihr möchtet, kann euch Kommandant Cullen die Schlacht in allen Einzelheiten erzählen. Er ist im Ballsaal. Wirklich? Aber ich sollte meinen Posten nicht verlassen. Ihr werdet ja nur einen Moment weg. Die Welt steht vor dem Abgrund, Philipp. Wenn wir uns diese Geschichte jetzt nicht anhören, haben wir vielleicht nie wieder die Chance dazu. Ihr habt recht. Danke, Inquisitor. Lasst uns gehen. Inquisitor Trevelyan? Wir kennen uns. Ich bin Großherzogin Floriane de Chalon. Willkommen auf meinem Fest. Kann ich etwas für euch tun, Euer Gnaden? Ja, das könnt ihr. Ich denke, heute Abend sorgen wir uns beide um eine bestimmte Person. Kommt, tanzt mit mir. Auf dem Parkett hören uns die Spione nicht. Also schön. Tanzen wir, Euer Gnaden? Mit Vergnügen. Ihr stammt aus den Freien Marschen, oder nicht? Wie viel wisst ihr über unseren kleinen Krieg? Was denkt ihr, sollte ich wissen? Mein Bruder und meine liebe Base bekämpfen sich schon viel zu lange. Es war nicht leicht, dieses Treffen heute zu arrangieren. Und doch plant eine Partei gemeinen Verrat zu begehen. Die Sicherheit des Reichs steht auf dem Spiel. Wir wollen beide nicht, dass es untergeht. Wollen wir das beide nicht, Lady Florian? Nun, jedenfalls hoffe ich das. In Zeiten wie diesen fällt es schwer, Freund und Feind zu erkennen. Nicht wahr? Ich weiß, ihr seid als Gast meines Bruders Gespard hier und wart schon überall im Palast. Ihr weckt in vielen Leuten Neugier, Inquisitor.
und in einigen Besorgnis. Wecke ich in euch Neugier oder Besorgnis, euer Gnaden? Beides, ehrlich gesagt. Der heutige Abend ist sehr wichtig, Inquisitor. Ich bin gespannt, welche Rolle ihr spielt. Wisst ihr überhaupt schon, wer Freund und wer Feind ist? Wem ihr am Hof vertrauen könnt? Ich vertraue der Inquisition. Am kaiserlichen Hof kämpft schließlich jeder Mann nur für sich. Im Winterpalast ist jeder auf sich gestellt. Euch dürfte nicht entgangen sein, dass gewisse Parteien heute Nacht ein gefährliches Spiel treiben. Gehören gefährliche Spiele in Orlais nicht zum guten Ton? Ihr habt nicht viel Zeit. Der Angriff steht kurz bevor. Stoppt Gespard, bevor er zuschlägt. Im Garten des königlichen Flügels findet ihr den Hauptmann der Söldner meines Bruders. Er kennt Gespards Geheimnisse. Ihr könnt ihn gewiss überreden, euch zu helfen. Wir werden sehen, was die Nacht bringt, meine Liebe. Ihr werdet in den kommenden Monaten das Gesprächsthema bei Hofe sein. Wir sollten häufiger mit euch tanzen gehen. Die Herzogin hatte einige interessante Dinge zu erzählen. Ja, das glaube ich gern. Habt ihr etwa mit Herzogin Florian getanzt? Noch wichtiger, was passierte in den Gesindequartieren? Dort soll es zu Kämpfen gekommen sein. Habt ihr gute Neuigkeiten? Die Friedensgespräche scheinen zu stocken. Morrigan hat mir geholfen, in die Gesindequartiere zu kommen, wo ich auf einige Venatori gestoßen bin. Und auf Gaspards Dolch. Der Mann würde wirklich alles tun, um Kaiser zu werden. Dann wird der Angriff auf die Kaiserin tatsächlich heute Abend stattfinden. Selene zu warnen ist sinnlos. Sie braucht einen erfolgreichen Abschluss dieser Gespräche. Und eine Flucht wäre ein Eingeständnis ihrer Niederlage. Dann sollten wir sie vielleicht sterben lassen. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie sie ermordet wird. Hört mir genau zu, Inquisitor. Was Korypheus will, ist Chaos. Und dazu könnte es selbst dann kommen, wenn Selene überlebt. Um seinen Plan zu vereiteln, muss das Kaiserreich stark bleiben. Und das heißt, irgendjemand muss aus diesem Abend als Sieger hervorgehen. Nur muss das nicht notwendigerweise Selene sein. Sie hat recht. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt, Liliana? Manchmal ist der beste Weg nicht gleichzeitig der einfachste. Wir sind hier, um Selene zu retten. Dann müsst ihr nicht nur ihr Leben retten, sondern auch ihr Reich. Das heißt, ihr müsst ihr sowohl einen Sieg über Gespard verschaffen, als auch über Briella. Wenn es wirklich Beweise gibt, dass Gespard gemeinsame Sache mit Korypheus macht, wäre das schon mal ein Anfang. Was hat euch Herzogin Florianen erzählt? Sie sagte, Gespards Söldnerhauptmann sei im königlichen Flügel. Angeblich weiß er von dem Mordkomplott. Das könnte eine Falle sein. Oder eine Spur. So oder so solltet ihr die Privatgemächer an diesem Flügel nach Hinweisen durchsuchen. Dann verschafft mir Zugang und bringt in der Zwischenzeit eure Soldaten in Stellung. Ich kümmere mich unverzüglich darum. Und seid vorsichtig, Inquisitor. Ich sollte mich umsehen. Interessant.
sehen wir uns jetzt um, um ein bisschen in der Unterwäsche der Kaiserin zu wühlen? Wie betrunken seid ihr eigentlich genau? Geht es euch gut? Ich glaube, ich bin unverletzt. Es hieß, hier wäre niemand. Riella sagte, ich hätte ihr nicht trauen sollen. Falls ihr einen Grund habt, Riella zu misstrauen, will ich ihn hören. Ich kannte sie. Früher, als sie Selenes Gespielin war. Jetzt spielt sie die Revolutionärin. Aber ich erinnere mich, sie hat mit der Kaiserin das Lager geteilt, die unser Gesindeviertel zerstörte. Würdet ihr das vor Gericht bezeugen, wenn ich euch darum bitte? Absolut. Wenn die Inquisition mich beschützt, erzähle ich euch alles, was ich über unsere Botschafterin weiß. Geht zum Ballsaal. Sucht Kommandant Cullen, er wird auf euch aufpassen. Danke. Der Erbauer beschütze euch, Inquisitor. Was ist hier passiert? Ihr verfluchten Orlesian! Inquisitor, was für eine Freude. Ich war nicht sicher, ob ihr kommt. Ihr seid schwer einzuschätzen. Ich wusste nicht, ob ihr meinen Köder schluckt. Ich bin im Moment etwas zu beschäftigt, um mit euch zu tanzen. Ja, das sehe ich. Ein Jammer, dass ihr mir keinen letzten Tanz gewähren wollt. Wirklich nett von euch, so bereitwillig in meine Falle zu tappen. Ich hatte eure Wichtigtuerei so satt. Korypheus möchte, dass die Kaiserin heute Nacht stirbt. Und ich würde ihn nur ungern enttäuschen. Ihr werdet damit nicht davonkommen, Florian. Aber das bin ich doch längst. Niemand würde sich auch nur in seinen dunkelsten Träumen vorstellen, dass ich Selene ermorden könnte. Ich muss euch nur lange genug vom Ballsaal fernhalten, um zuzuschlagen. Ein Jammer, dass ihr den Ball verpasst. Die Leute werden noch lange über ihn sprechen. Tötet ihn und bringt mir seine Hand mit dem Mahl. Sie ist ein würdiges Geschenk für den Meister. Dämonen? Es kommen doch nicht noch mehr verfluchte Dämonen, oder? Gut beobachtet. Das waren tatsächlich Dämonen. Beim Erbauer! Dämonen? Wie zum Teufel kommen Dämonen in den verfluchten Winterpalast? Ich wusste, Gespard ist ein scheiß Kerl, aber ich hätte nicht gedacht, dass er mich wegen der paar Kröten diesen Monstern zum Fraß vorwirft. Glaubt ihr wirklich, ihr wurdet gefesselt in eine Todesfalle geworfen wegen ein paar
Kröten, wie ihr sagt? Ein bisschen komisch wäre das schon. Der Herzog wollte heute Abend zum Palast marschieren. Allerdings hatte er dazu nicht genug Chevaliers. Also hat er mich und meine Männer angeheuert. Den dreifachen Sold hat er uns versprochen, damit wir nach Orlais kommen. Dieser stinkende Käsefresser. Ich weiß nicht, was mich mehr schockiert. Dass Gaspard Söldner aus Ferelden rekrutiert hat oder dass ihr den Auftrag tatsächlich angenommen habt. Ich auch nicht. Jedenfalls habe ich von Orlais gründlich die Schnauze voll. Gaspards Skrupellosigkeit ist beeindruckend, wenn auch vorhersehbar. Gibt es eigentlich auch Momente, in denen sich diese Leute nicht gegenseitig in den Rücken fallen? Ich verstehe sie einfach nicht. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich schulde euch also was. Und Gaspard hat mich immer noch nicht bezahlt. Ob ich mit der Kaiserin reden oder in der Kirche singen soll, euer Wunsch ist mir Befehl. Dem Erbauer sei Dank, ihr seid zurück. Die Kaiserin hält gleich ihre Rede. Was sollen wir machen? Die Großherzogin ist die Mörderin. Lasst sie nicht in die Nähe der Kaiserin. Die Herzogin? Sofort, Inquisitor. Silenzium! Ihre kaiserliche Majestät geruht zu sprechen. Lords und Ladies, als Land betrauern wir unsere gefallenen Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern, Freunde und Liebsten. Der Himmel ist aufgerissen. Die Göttliche ist tot. Und viele fürchten das nahende Ende. Orlais muss standhaft bleiben. Ein Bollwerk, hinter dem ganz Feders Schutz findet. So war es seit 1000 Jahren. Und so wird es immer sein. Dies alles wäre ohne Hilfe nicht möglich gewesen. Liebe Base, bitte tretet vor. Großherzogin! Zurück! Nun bin ich vollends besiegt. Ihr habt mir den Augenblick meines Triumphes geraubt. Genau wie ihr Arimond die Dämonenarmee gestohlen habt. Und jetzt habt ihr eine wehrlose Frau in den Garten gejagt.
Seid ihr stolz auf euch? Wir haben den Palast unter Kontrolle. Ergebt euch, euer Gnaden. Ihr müsst heute nicht sterben. Ich soll mich ergeben? Jetzt? Oh, ihr armer, verblendeter Narr. Die Nacht ist noch jung. Alles, was ich tun muss, um die Lage zu retten, ist, euch zu töten, Inquisitor. Es ist so schön, dass ihr meiner kleinen Soiree beiwohnt. Komm zurück, Florian! Ihre Schwester wollte vor den Augen des Adels die Kaiserin töten, Gespard.
Wer ist denn hier die Meisterspionin? Wenn jemand diesen Affront kommen sah, dann ihr. Ihr bestreitet nicht, dass ihr daran beteiligt wart. Natürlich bestreite ich es. Ich wusste nichts von Florians Plänen. Ihr jedoch, ihr wusstet über alles Bescheid und habt doch nichts unternommen. Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Dass ihr mich für allwissend haltet oder wie erfolglos ihr euch bemüht, den Unschuldigen zu spielen. Schluss jetzt! Wir dürfen nicht streiten, während Tevinter Intrigen gegen unser Land spinnt. Um des Reichs willen. Ich will antworten! Euer Hauptmann sagte mir, ihr hättet die ganze Nacht Söldner in den Palast geschleust, Gespard. Ihr habt einen Angriff geplant. Und woher kamen eure Truppen, Inquisitor? Wenn es verwerflich ist, Soldaten in den Palast zu schleusen, stehen wir uns in nichts nach. Ich fand bei der Leiche eines Gesandten des Rats der Herolde euer Messer. Der Rat wird ein derart entsetzliches Verbrechen nicht dulden, Vetter. Das wäre ein schreckliches Verbrechen, wenn es denn stimmte. Allerdings habe ich nichts dergleichen getan. Ihr solltet unbedingt weiter eure Unschuld beteuern, Gespard. Wir finden eure Darbietung ausgesprochen faszinierend. Sein eigener Söldnerhauptmann wird bestätigen, dass Gespard gedungene Schläger für einen Angriff in den Palast eingeschleust hat. Söldner? So viel zu eurer Chevaliers-Ehre, Vetter. Danke, Inquisitor. Damit besteht an eurem Verrat kein Zweifel mehr, Gespard. Nein. Sieht nicht so aus. Angesichts der überwältigenden Beweislast bleibt uns keine andere Wahl, als euch zum Feind des Reiches zu erklären. Hiermit verurteilen wir euch zum Tode. Riella hat ihm natürlich geholfen, Orlais zu verraten. Macht euch nicht lächerlich. Dann haben sich eure Spione aus Jux und Tollerei unter die Dienerschaft gemischt. Wie viele meiner Diener habt ihr getötet, um sie durch eure Spione zu ersetzen? Selbst wenn ich das getan hätte, ihr könnt mir nichts tun. Nicht ohne in allen Elends- und Gesindevierteln von Orlais Aufstände auszulösen. Die Elfen werden sie nicht mehr schützen, wenn sie erfahren, dass sie zur Zeit der Säuberung Halam-Schirals ein Verhältnis mit euch hatte. Danke, Inquisitor, für alles, was ihr heute Abend getan habt. Ich verdanke euch mein Leben und Orlais seine Zukunft. Ihr habt dem Reich einen Dienst erwiesen, den es niemals vergessen wird, mein Freund. Diesen Frieden habt ihr ermöglicht. Ihr seid wahrhaftig Andrastes Werkzeug. Orlais wird sich stets an eure Hilfe erinnern, ebenso wie ich. Lords und Ladies des Hofes, dieser schmerzliche Bürgerkrieg ist beendet. Das Reich von Orlais ist wieder geeint. Diejenigen, deren Selbstsucht uns in diesen Krieg getrieben hat, wurden bestraft, wie es Verrätern gebührt. Gespard de Chalon ist des Hochverrats schuldig. Er ist nicht länger unser Vetter und wird in Orlais niemals wieder Titel oder Land besitzen. Wir haben genug verloren. Es reicht. Jetzt können wir nach vorne blicken und uns der Heilung und Aussöhnung widmen. In der Stunde unserer Not war es die Inquisition, die uns gegen diese Gefahren beistand. Jetzt ist es an Orlais, dem Herold Andrastes beizustehen, um diese Krise zu bewältigen. So werden in kommenden Zeitaltern unsere Kinder und Enkelkinder sagen können, wir hätten ihnen eine bessere Welt hinterlassen. Möchtet ihr das Wort an den Hof richten, mein Freund? Das Ende des Krieges war nur der erste Schritt. Unser Ziel muss es sein, ganz Sedas Frieden zu bringen. Wahre Worte, Inquisitor. Wir bei Hofe müssen unsere Mittel nutzen. Nicht jede Schlacht wird im Kampf gewonnen. Doch das ist das Morgen. Heute Nacht feiern wir unseren Sieg, meine Freunde. Auf dass ihm noch viele weitere folgen mögen.
Der orlesianische Adel bejubelt trunken vor Freude und Punsch euren Sieg. Und ihr seid nicht da, um euch feiern zu lassen? Ermüden euch ihre Glückwünsche wirklich so schnell, Inquisitor? Das erscheint mir recht unstet nach allem, was ihr für sie getan habt. Plötzlich wollen alle mit mir reden. Ihr seid der erste Lichtblick. Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Ihr werdet mich zukünftig nämlich häufiger sehen. Auf kaiserlichen Erlass bin ich die offizielle Kontaktperson der Inquisition. Selene möchte euch die bestmögliche Hilfe angedeihen lassen. Mich. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen bei der Inquisition, Morrigan. Die Freude ist ganz meinerseits. Wir sehen uns dann auf der Himmelsfeste. Unglaublich, dass ihr vor mir entkommen seid. Ich musste mich 15 Minuten lang mit einem fetten Graf über Suppe unterhalten. Wir können jederzeit zur Himmelsfeste zurückkehren. Je eher, desto besser. Stimmt etwas nicht? Heute ist wenigstens einmal alles nach Plan verlaufen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ja, es ist ein wenig überraschend, nicht wahr? Wir sollten die Truppen der Himmelsfeste in Alarmbereitschaft versetzen, zur Sicherheit. Wartet, da ist noch eine Sache, die wir tun müssen, bevor wir aufbrechen. Schenkt ihr mir diesen Tanz, Lady Cassandra? Ein Tanz? Nach allem, was wir heute Abend durchgemacht haben? Kennt ihr eine bessere Art, um zu feiern? Nun, ich schätze, es gibt Schlimmeres.